Herr Hoffinger, das ist jetzt also die erste Hochrechnung, die wir haben. Wir haben noch eine relativ große Schwankungsbreite. Das war zu erwarten, weil wir auch einen Rekord an Wahlkarten haben bei dieser Wahl. Was kann sich denn da jetzt noch ändern? Was ist da noch drin? Ja, weil so viele Wahlkarten noch ausstehen, ist auch hier eine für eine Hochrechnung relativ hohe Schwankungsbreite von 2 Prozentpunkten vorhanden. Was sich also geklärt hat, ist, also der zweite Platz ist jetzt für die ÖVP sicher. Die Grünen sind sehr ähnlich wie in der Trendprognose. Und was jetzt völlig offen ist, ist der vierte Platz. Da ist die FPÖ aufgrund der ersten Sprengel, wir haben 16% der Sprengel ausgezählt, jetzt hinter die Neos auf den fünften Platz zurückgefallen. Das Team HC hat etwas an Terrain verloren, ist aber jetzt sehr unwahrscheinlich, dass es diese Schwankungsbreite von 2,0 noch sozusagen fürs Team Strache günstig ist, dass es dann noch die 5%-Hürde schafft. Also das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, Sie gehen davon aus, das Team HC Strache wird im nächsten Gemeinderat nicht vertreten sein? Es gibt eine theoretische Chance, aber es wäre eine Überraschung aufgrund der jetzigen Datenlage. Interessant ist natürlich, was das alles jetzt auch in Mandaten bedeutet, beziehungsweise bei der Mandatsverteilung. Wenn jetzt auch Heinz-Christian Strache mit seiner Liste nicht hineinkommt, was könnte sich denn da jetzt ändern? Ja, also bei den Mandaten würde sich was ändern, wenn Strache doch hineinkommt. Aber es ist so, aufgrund einer Schwankungsbreite von 2% kann es bei jeder Partei noch sein, dass sie 2 Mandate mehr oder weniger hat als in der aktuellen Prognose. Also es kann sich noch etwas tun im Lauf des heutigen Wahlabends, wobei die große Unsicherheit ist, die Wahlkarten, die erst nächste Woche gezählt werden, und diese wird uns bleiben, also auch am Ende des Tages werden wir mehr als 1% Schwankungsbreite haben. Das heißt, bis Dienstag wird sich sicher das eine oder andere Mandat, vielleicht sogar 2 Mandate noch ändern können. Es bleibt also spannend bei dieser Wienwahl 2020. Vielen Dank, Christoph Hoffinger, und damit wieder zu dir, Tarek. Danke, Elisabeth, für diese erste Hochrechnung, die Sie jetzt hier am Bildschirm bei uns auch immer eingeblendet sehen. Jederzeit also nachschauen können, was sich da verändert, wie die Mandatsverteilung aussieht und natürlich das Allerwichtigste, wie die Prozentverteilung nach dieser Wahl ist. Und zur Trendprognose, die wir Ihnen gleich um 17 Uhr gezeigt haben, hat sich doch ein wenig verändert, vor allem was den zweiten Platz betrifft. Wir haben es gerade gehört. Der ist jetzt sicher bei der ÖVP, aber die Grünen haben ein Wahlergebnis ähnlich wie im Jahr 2005 eingefahren. Das wird sich dann wohl noch herausstellen, ob es über dem liegt. Das war bis dahin das Beste für die Grünen in Wien. Könnte also übertroffen sein oder eben nicht, weil es ganz knapp daran liegt. Und sehr klar ist wohl auch jetzt schon, dass das Team Heinz-Christian Strache nicht einziehen wird können in den Gemeinderat. Für die SPÖ bedeutet das kurz zusammengefasst, sie kann rechnerisch mit jeder anderen Partei im Gemeinderat eine Mehrheit bilden, also eine Koalition eingehen. Das geht sich auch mit den Neos aus. Die größte Koalition wäre mandatsmäßig natürlich mit der ÖVP, dann gefolgt von den Grünen, und die Freiheitlichen wurden von der SPÖ auch schon immer ausgeschlossen. Wir hoffen, dass wir jetzt bald die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Wienwahl auch vor den Mikrofonen haben. Das wird im Rathaus sein. Und daher schaue ich jetzt gleich wieder ins Rathaus zu Paul Teserek, wo wir diese Zusammenkunft erwarten. Ja, die erwarten wir hier, und ich hoffe darauf genauso wie ihr. Nur ist momentan, wie man vielleicht sehen kann, noch keiner der Spitzenkandidaten da. Einige von ihnen sind schon ganz in der Nähe. Bürgermeister habe ich noch nicht gesehen, auch den Herrn Minister Blümel noch nicht. Wir warten natürlich, dass alle da sind und dann gemeinsam beginnen können mit der Runde der allerersten Reaktionen der SpitzenkandidatInnen auf die erste Hochrechnung. Vielen Dank, Paul Teserek. Es hat tatsächlich leer ausgesehen im Rathaus. Wir werden also versuchen, andere Stimmen vorerst einzuholen. Die große Frage wird natürlich jetzt, nachdem feststeht, wie diese Wahl ausgegangen ist, jedenfalls mit einer großen Wahrscheinlichkeit, weil die Schwankungsbreite zumindest ein Stück geringer geworden ist. Christoph Hoffinger hat sie jetzt mit 2 Prozentpunkten angesetzt, das heißt geringer als bei der Trendprognose, aber doch
doch höher, als sonst die Schwankungsbreiten bei den Hochrechnungen sind. Allerdings muss man dazu sagen, das liegt diesmal daran, dass es so viele Wahlkarten gibt wie noch nie, die ausgegeben worden sind und man daher beim Zählen der Stimmen, die an den Urnen abgegeben worden sind, noch darauf eine Prognose setzen muss, von der vieles ungewiss ist, weil es eben in diesem Umfang Corona-bedingt diese Zahl an Wahlkarten noch nicht gegeben hat. Aber mit diesen 2% steht dennoch schon sehr viel fest. Wir kennen im Wesentlichen die Reihenfolge der Platzierungen. Wir wissen, wie zuvor gesagt, welche Koalitionen sich ausgehen. Und wir wissen im Wesentlichen auch, wer aller in den Gemeinderat einzieht. Auch wenn wir gehört haben, dass beim Team HC Strache die Hoffnung noch sehr lange aufrechterhalten bleibt. Laut Christoph Hofinger ist das nicht ganz berechtigt. Wir sollten jetzt aufgrund dessen, dass es diese Hochrechnung gibt, auch die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten bei Paul Tesarek im Rathaus haben. Wir probieren es jetzt gleich noch einmal, weil die möglicherweise doch schon in der Nähe sind oder am Weg sind und Sie gleich damit beginnen können. Sie treffen gerade ein. Finanzminister Blümel habe ich gerade gesehen. Der wird in Kürze da sein. Eigentlich fehlt uns nur noch der Bürgermeister. Und von dem habe ich gehört, dass er auch schon auf dem Weg ist. Da ist gerade Bewegung bei den Kameraleuten. Also vielleicht kommt er gerade her. Inzwischen ist Peter Filzmeier wieder bei mir. Können wir vielleicht schon ein bisschen vorwegnehmen, Koalitionsvarianten, was werden wir jetzt hören, wenn die sechs hier herkommen an Koalitionsansagen möglicherweise? Also meine Wahrsagefähigkeiten reichen nicht aus, was die Politiker sagen werden und was die Parteiwünsche sind. Aber obwohl wir gerade noch beim Rechnen sind, wissen wir ein bisschen, in welche Richtung die Wähler denken. Und da ist es bei den SPÖ-Wählern, genaue Zahlen folgen so, dass sie klar deutlicher Rot-Grün wollen als Rot-Türkis und als Rot-Pink sowieso, weil man bei der letzten Variante bedenken muss, die wussten ja noch nicht zum Befragungszeitraum, dass sich das auch in Mandaten, wie es jetzt aussieht, sicher ausgeht. Die Türkis-Wähler sind etwa 50-50, ob sie mit Rot, mit der SPÖ wollen. Und bei den Grünwählern ist es klar, sie haben nur eine Option mit der SPÖ und das wollen sie auch in überwältigender Mehrheit. Was mir aufgefallen ist, und wenn ich jetzt das alles in der Geschwindigkeit schnell richtig zusammengezählt habe, jetzt sehe ich das genau. Ja, es stimmt. Wenn man SPÖ und NEOS zusammenrechnet, dann wären das 55 von 100 Mandaten. Das heißt, das wäre sogar gar nicht eine so wackelige Mehrheit, wie man das vielleicht erwarten könnte. Das heißt, SPÖ-NEOS könnte eigentlich realistischer sein, als man vielleicht gedacht hat. Es ist eine taugliche Mehrheit. Als reine Faustregel hätte ich spontan gesagt, plus 3 Mandate Überhang braucht man, um, wenn jemand erkrankt bei einer Abstimmung, nicht die Krise zu bekommen, um nicht bei einem einzelnen Überläufer gefährdet zu sein in der Mehrheit, um auch nicht erpressbar zu sein von ein, zwei Abgeordneten, die vielleicht sehr eigenständig agieren wollen. Das ist mit 55 Mandaten möglich. Und wir wären ja immer noch bei 53, wenn Christoph Hofingers Prognose stimmt. Plus, minus 2 Mandate können sich bei der jetzigen Schwankungsbreite noch ergeben. Also da ist jetzt nur noch die Frage, will man das politisch? Ja, genau. Rechnerisch erscheint es zum jetzigen Zeitpunkt sehr machbar. Weil dass 5 Mandatare gleichzeitig krank werden, ist doch unwahrscheinlich. Also es wäre schon eine durchaus taugliche Koalition, Rot-Neos. Also abgesehen vom Dilemma Pandemie, wo generell die Beschlussfähigkeit gefährdet ist, wo es aber alle Parteien einen Konsens finden müssen, dass zum Beispiel immer nur ein Teiltag anteilig, wie die Mandatszahl der jeweiligen Parteien ist. Aber dass 5 sich abspalten, wäre zumindest deutlich wahrscheinlicher, als dass sie alle auf einer normalen Zeit, nicht in Corona-Zeit, erkranken. Gemeinsam mit ÖVP und Grünen würde die SPÖ jeweils eine ganz komfortable Mehrheit haben. Es wäre eine komfortable Mehrheit für diese Koalition. Neigen Politiker, speziell Michael Ludwig, eher dazu, eine solche sicherere Variante zu wählen?
Man kann jetzt für jede Variante ein treffliches Argument finden. Natürlich, die historische Tradition wäre Rot-Schwarz, also jetzt Rot-Türkis. Und es gibt gute Kontakte von Michael Ludwig zur Wirtschaftskammer in Wien, wobei nicht gesagt ist, ob die sich so gut mit Gernot Blümel unbedingt versteht als Finanzminister. Ja. Man kann bei Rot-Grün, Fortsetzung des jetzigen. Ich würde aus Sicht der SPÖ hier auch ein massives strategisches Argument sehen. Bei der Nationalratswahl hat die SPÖ massiv an die Grünen verloren. Schickt man sie in Wien in Opposition, droht das vielleicht auch in der Bundeshauptstadt? Ist man in der gleichen Regierung, sehe ich das als unwahrscheinlich an, weil die Unzufriedenen gehen dann nicht zu einer anderen Regierungspartei, also Grün, sondern in die Opposition wählen. Und die Zufriedenen bleiben dann eher bei der SPÖ. Und mit den Neos, das wäre ein neues Experiment. Ich sehe inhaltliche Hürden, Pro-Argument natürlich, der kleinste Partner ist am billigsten. Ein bisschen trickreich ist mit dem Stadtsenat und den dortigen Sitzen. Nur kann man die Sitzzahl mittels Beschluss auch erweitern, um also dann Stadtratsposten für die Neos leichter zu ermöglichen, weil ja noch nicht klar ist, ob ihnen nach jetzigem Proporzsystem einer zustimmen würde. Die Freude bei der SPÖ drüben ist offenbar so groß, dass der Bürgermeister noch immer nicht seinen Weg sich hierher gebahnt hat. Wenn er nicht bald kommt, beginnen wir mit den anderen Kandidaten. Aber vorläufig gehen wir mal kurz zurück ins ZIP-Studio. Vielen Dank, Paul Tesarek. Ja, wir warten alle auf den Bürgermeister und fragen wir gleich nach bei Patrick Bartschen. Erst im Roten Club, was den Bürgermeister so lange aufhält. Patrick. Ja, ich bin hier mittlerweile ziemlich alleine. Die Clubräumlichkeiten haben sich geleert. Der SPÖ, vorher war hier großer Tumult. Es war der Clubchef da, die Landesgeschäftsführerin, viele Journalisten. Dann musste Clubchef Josef Taucher los. Er hat gesagt, er muss zum Bürgermeister ins Büro, um dort gemeinsam mit ihm die Hochrechnung anzuschauen. Angeblich ist auch Pamela Rendi-Wagner, die Parteivorsitzende, dort gewesen, um gemeinsam fernzuschauen, um sich die Programme des ORF anzuschauen. Ja, was dann passiert ist, kann ich leider hier nicht sagen. Man dürfte sich so gefreut haben, offensichtlich über das Ergebnis, dass man im Freudentaumel vielleicht die Zeit vergessen hat und noch im Bürgermeisterbüro anstoßt. Mit dem einen oder anderen weißen Spritzer oder nicht, das weiß ich nicht. Vielen Dank, Patrick Bartschen, für diese Informationen. Wir warten also noch auf den Bürgermeister. Dann kann die Elefantenrunde bei Paul Tesarek beginnen. Aber zunächst zu dir, Tarek. Schauen wir uns noch an, weil gerade so viel darüber gesprochen worden ist, welche Koalitionsvarianten es gibt. Es ist ein Unterschied, welchen Überhang man hat. Auch das haben wir gerade gehört. Mit welcher Sicherheit man also regieren kann, wenn man eine Koalition mit einer Partei eingeht, die nur etwas mehr als die 50 plus 1 bietet. Oder mit einer anderen, die einen ganz dicken Polster gibt, wenn man da einen Koalitionsvertrag zustande kommt. Rechnerisch gehen sich alle aus. Politisch ist aber einiges fraglich und auch die abgesicherte Mehrheit ist nicht überall gleich, Elisabeth. Ja, werfen wir jetzt vielleicht doch einmal einen Blick auf die Mandate hier auf der großen Wand. Nach der jüngsten Hochrechnung, die wir haben, demnach kommt die SPÖ auf 46 Mandate plus 2, die FPÖ kommt auf 8 minus 26, die Grünen kommen auf 16 Mandate, die ÖVP kommt auf 21 und die Neos erreichen 9 Mandate. Das sind 4 mehr als zuletzt. Welche Koalitionen sind jetzt also möglich, wenn man von dieser aktuellen Hochrechnung ausgeht? Das schauen wir uns jetzt wieder in unserer sogenannten Augmented Reality an. Und zwar eine Koalition wie die derzeitige, nämlich Rot-Grün, schaut in Sachen Sitzen im Gemeinderat so aus. Das sehen wir hier, das sehen wir, das ist deutlich über der Hälfte. Die Mandate wären so, dass Rot und Grün gemeinsam eine deutliche Mehrheit im Gemeinderat hätten. Die Mandate fliegen jetzt an die Wand und wir sehen, 46 sind es und insgesamt kommen die SPÖ und die Grünen gemeinsam auf 62 Mandate. Eine weitere Variante wäre Rot-Türkis. Eine solche Variante würde sich laut aktuellem Stand der Hochrechnung natürlich ausgehen, sehen wir hier. Es wäre eine deutlich größere Mehrheit als Rot und Grün. Insgesamt hätten die beiden Parteien zusammen 67 Mandate. Wie schaut es aus, wenn Rot und Neos doch zusammengehen und es eine Koalition gibt zwischen Rot und Neos? Das sehen wir auch. Auch diese beiden Parteien würden über die Mitte kommen. Wenn wir uns es in absoluten Zahlen anschauen, sehen wir 46 Mandate
für die SPÖ und dazu die Mandate der NEOS wären insgesamt 55. Also das würde sich auch ausgehen. Soweit die Koalitionsvarianten, die sich hier ausgehen in unserer Augmented Reality. Und damit zurück zu dir, Tarek.